Willkommen zum 27. Videoblog von Katzers Literatur Crossover. Heute geht es um eine unglaubliche Frau, nämlich um Bertha Sophia Felicita, geborene Gräfin Kinzi von Chinitz und Tettau, geboren am 9. Juni 1843 in Prag. Ja, übersetzt heißt das Bertha von Suttner, österreichische Pazifistin, Friedensforscherin, Schriftstellerin und erste Friedensnobelpreisträgerin. Bertha hatte ein schier unglaubliches Leben. Schon als Kind lernte sie mehrere Sprachen. Sie beschäftigte sich viel mit Musik, reiste auch viel. Ihre Mutter Sophie Wilhelmine war eine leidenschaftliche Spielerin und verspielte mit der Zeit das gesamte ererbte Vermögen ihres Mannes. So musste Bertha als junge Frau schon eine Stelle als Gouvernante in Wien annehmen. Und zwar bei dem Industriellen Karl Freiherr von Suttner. Dort erteilte sie den vier Töchtern der Familie Unterricht in Musik und Sprache und verliebte sich in den um 7 Jahre jüngeren Arthur Gundaka von Suttner, den jüngsten Sohn des Suttners. Aber wie das heute so ist, Arthurs Mutter bekam irgendwann einmal Wind von dem Verhältnis und sie entließ Bertha noch am selben Tag, verschaffte ihr aber wenigstens eine Stelle in Paris, und zwar als Sekretärin eines gewissen Alfred Nobel, der übrigens eben das Dynamit erfunden hatte. Diese Stellung dauerte aber nur 2 Wochen, dann wurde Nobel nämlich vom schwedischen König in seine Heimat berufen. Daraufhin kehrte Bertha nach Wien zurück und heiratete schließlich heimlich ihren geliebten Arthur Gundaka, natürlich gegen den Willen seiner Eltern. Daraufhin wurde der junge Mann enterbt und das Ehepaar zog für mehr als 8 Jahre nach Georgien, und zwar in ein Schloss, in dem Palast der Fürstin Jekaterina Dadiane von Mingrelien. Aber man kann auch in Schlössern arm sein. Die beiden lebten dort unter schwierigen finanziellen Umständen von Gelegenheitstätigkeiten. Zu Beginn des russisch-türkischen Kriegs begann Arthur, Berichte über den Krieg und über Land und Leute in deutschen Wochenblättern zu veröffentlichen. Bertha begann ebenfalls 1877 mit ihrer journalistischen Tätigkeit und hatte unter einem Pseudonym großen Erfolg, wie auch ihr Mann. Sie schrieb für österreichische Zeitungen Kurzgeschichten und Essays, ihr Mann Kriegsberichte und Reisegeschichten. Im Jahre 1885 kehrten sie gemeinsam nach Wien zurück und söhnten sich endlich doch mit der Familie aus, bezogen dann das Familienschloss im niederösterreichischen Harmansdorf. Bertha von Suttner blieb journalistisch aktiv, sie verschrieb sich total dem Pazifismus. 1886 erschien ihr Roman High Life, rund um die Themen Respekt vor den Menschen und seiner freien Entscheidungskraft. Im Herbst des Jahres 1889, also in Berthas 46. Lebensjahr, kam dann das Buch raus, das sie weltberühmt machen sollte, nämlich ihr pazifistischer Roman Die Waffen nieder, der großes Aufsehen erregte und Bertha von Suttner zu einer der prominentesten Vertreterinnen der Friedensbewegung machte. Sie beschrieb darin die Schrecken des Krieges aus der Sicht einer Ehefrau und traf damit sozusagen ins Volle. Das Buch erschien in 37 Auflagen und in unglaublichen 12 Sprachen. Bertha von Suttner definierte Frieden als naturrechtlich verbürgten Normalzustand, den Krieg aber als eine Folge menschlichen Irrwahns, wie sie es nannte. Dadurch wäre das Recht auf Frieden völkerrechtlich einforderbar. Ein völlig neuer Gedanke. 1889 forderte Bertha von Suttner in einem Artikel der Neuen Freien Presse die Gründung einer österreichischen Gesellschaft für Friedensfreunde. Der Erfolg des Aufrufs war überwältigend. Bertha von Suttner wurde gleich von der Gesellschaft der Friedensfreunde zur ersten Präsidentin ernannt. In Rom wurde sie zur Vizepräsidentin der Internationalen Friedensbüros gewählt. Sie gründete die Deutsche Friedensgesellschaft. Sie nahm an mehreren internationalen Friedenskongressen teil, in Bern, Antwerpen, in Hamburg. Sie überreichte Kaiser Franz Josef eine Unterschriftenliste mit dem Plädoyer für ein internationales Schiedsgericht. Auch bei den Vorbereitungen zur Haager Friedenskonferenz in Den Haag war sie beteiligt. 1902 verstarb ihr Mann Arthur Gundaka in Harmansdorf. Daraufhin musste der Gutshof des Ehepaars wegen Überschuldung versteigert werden. Und Bertha zog abermals zurück nach Wien, verfasste dort unzählige Publikationen und hielt einen Vortrag nach dem anderen. So auch in den USA. Anlass dazu war der Weltfriedenskongress in Boston. In Washington D.C. wurde sie zu einer Unterredung mit Präsident Theodore Roosevelt ins Weiße Haus geladen. Am 10. November 1905 erhielt Bertha von Suttner den von ihr selbst seinerzeit angeregten ersten Friedensnobelpreis.
In der Folge versuchte sie vermehrt über die Gefahren der internationalen Aufrüstung und die Interessen der Rüstungsindustrie zu informieren. So schrieb sie, wohlgemerkt 1908, wir sind im Besitze von so gewaltigen Vernichtungskräften, dass jeder von zwei Gegnern geführte Kampf nur Doppelselbstmord wäre. Wenn man mit einem Druck auf einen Knopf auf jede beliebige Distanz hin, jede beliebige Menschen- oder Häusermasse pulverisieren kann, so weiß ich nicht, nach welchen taktischen und strategischen Regeln man mit solchen Mitteln noch ein Völkerduell austragen könnte. Am 21. Juni 1914, wenige Wochen vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem sie so oft gewarnt hatte, erlag Bertha von Suttner einem Krebsleiden. Ja, das war's für heute. Bertha von Suttner, so aktuell wie seit Jahrzehnten nicht. Und ich darf mich für heute verabschieden und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen beim 28. Videoblog von Katzers Literatur Crossover.